schon längst im Service waren, fegten die Bonsai-Racer noch über die Pisten. Harald Wegbecker aus Mayen, der Drittplatzierte der Trofeo, ganze 71 Punkte hinter Lothar Diederich, dem Spitzenreiter, mit 273 Punkten. Hecht im Karpfenteich einmal mehr wollte Peter Zietmeier spielen. Nach der Nachprüfung hatte er nicht nur die Führung in der Cinquecento Trofeo, er fuhr mit Startnummer 80 auf Rang 52. 100, Achtung, Abzweig links, drei Welle. Grün. Links für Plus, in rechts für Plus verdeckt. Wir schaffen höchstens mal 150 km/h und dann ist eh schon wieder zum Bremsen. Aber auch wenn die anderen schneller sind, die müssen ja dann eher bremsen. Und da liegt halt unser Vorteil. Bei strahlendem Sonnenschein waren die einheimischen Zuschauer schon überrascht, dass nicht die Niederländer, sondern die Deutschen in der Trofeo führten. Lothar Diederich, der Führende der Cup-Wertung, konnte wegen einer gebrochenen Antriebswelle das Rennen nicht beenden. Er hätte wohl lieber auf die Brotzeit verzichtet. Für Michael Schmidt lief es besser. Platz 4 am Ende. Harald Wegbecker holte als Dritter immerhin noch 3000 Mark Preisgeld. Und Marco Dressel entpuppte sich als Flachlandspezialist. Heute Morgen ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, brauchten wir so ein bisschen, bis wir in den Rhythmus kommen. Haben wir nicht viel geschlafen die Nacht, aber jetzt funktioniert das wieder ganz gut. Probieren, dass wir natürlich gut durchkommen, das Auto nicht kaputt geht. Das ist immer das Wichtigste, dass wir ankommen. Er kam nicht nur an, er fuhr mit seiner besten Saisonleistung auf Platz 2. Und Demolition Man Zietmeier war wieder einmal die Nummer 1, obwohl er schwer zu kämpfen hatte. Es ist nicht so atemberaubend schnell, aber man muss halt ultimative Bremspunkte suchen. Und wenn es dann auf diese Sandstücke geht, die so ausgefahren sind, da wird es halt dann abenteuerlich. Weil die Allrader, die legen breite Spuren. Und wir sind halt ein bisschen schmäler. Dann fahren wir mit zwei Rädern innen, mit zwei Rädern außen. Und irgendwie muss es gehen, aber es ist schon sehr abenteuerlich. Zietmeier mit über 6 Minuten Vorsprung und ihm winkt jetzt als Siegpreis ein nagelneuer Seicento.